Moin Leute, willkommen zurück zu Fightermageddon Teil 6. Eben gerade hatte ich ein richtig geiles Match, also jedenfalls das zweite Match, was ich aufgenommen habe mit den Russen. Oder mit den russischen Flugzeugen, also echt komplett krank, also richtig krank, da war alles mit bei. Irgendwie massenweise Geballer, dann noch die Jagd nach dem letzten verbleibenden Gegner. Und den ich übrigens runtergeholt habe, so viel kann ich schon mal verraten. Und natürlich noch ein Team Kill Crash. Weil ich jemanden ja, wahrscheinlich, so hat er es empfunden, sein Ziel geklaut habe. Da war er 5 Kilometer hinter mir, die blöde Sau. Der doofe Typ, so meinte ich das. Ne? So, ihr seht hier mein Setup. Ich habe hier einen Sea Hurricane drin, weil ich die noch modifizieren will. Und ist schon etwas über die Hälfte fertig. Und ja, die habe ich erst geholt. Hier habe ich gar nichts, aber ihr kennt mich ja mittlerweile, denke ich mal. Und ich gehe einfach so rein und ja, erforsche das nebenbei. Und jetzt melden wir mal an. Sag gleich, dass ich schon einige, also ich habe schon eine ganze Weile heute gespielt, normalerweise spiele ich nicht so lange, ne? Aber wollte das halt irgendwie auch mal zeigen, außerdem habe ich versucht hier ein paar Sachen zu modifizieren, habe noch ein bisschen Geld gefarmt und so weiter und so fort, ne? Also ich hoffe, dass ich noch relativ Leistung bringen kann, die irgendwie auch vorzeigbar ist, aber werden wir sehen gleich. So, wenn es dann mal reingeht. Bitte. Bitte, 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 bitte. Oh Gott, geht das schon wieder los. So, gerade mal kurz vor 1, ey. Morgens. Sizilien. Okay. Ach, das ist die schöne Karte, wo ein richtig fetter Stapel Bodeneinheiten da ist. Alles schön in einer Reihe fahren. Naja, gut. Die werden mich jetzt nicht interessieren. Da sind sie. Oh, schnuckig. So, hier ist eigentlich auch zu viel einzuwechseln. Dauert das bei euch auch mal so lange? Das ist, glaube ich, jede Runde, dass man hier reinkommt. Ich werde mich ein klein wenig weiter hinten aufhalten. Ich weiß auch nicht, wie viel an 2 Flugzeuge hier mitfliegen. Ich wollte auch nicht nachgucken, aber ich kann ja trotzdem mal reingucken, was wir hier so haben. Na, die deutschen Krempel, einer ist noch gar nicht rein da bei denen. 2 sind noch gar nicht rein. Gut, ob einer ist gleich wieder raus. Offensichtlich. Aber gut, wir sind nicht in der Unterzahl, weil die sind ja, ja doch, sind wir relativ gleich hier. Gut, viel Deutsch hier, gar nicht so viel Russisch. Und viele Bomber. Ich weiß schon, wo die hinwollen. Gut, ziehen wir mal rüber. Mach schon wieder Nebel. Bei den Deutschen hatte ich schon unheimlich viel Nebel. Da habe ich 2 Karten. 2 Karten von Nebel, genau. Guy Fawkes. Boah, der will kämpfen. Nämlich. Die Pendel? So, mit der Hurricane sind wir auch nicht sonderlich schnell hier. Stört uns jetzt aber erstmal nicht. Ey, haltet den auf da! Versuchen wir mal die Gegner anzugreifen. Oh, da sind ja noch andere. Da sind ja noch andere! Mein Tod? Ist das mein Tod? Ja, wahrscheinlich. Und ich glaube, interessiert sich für jemand anderen. Oder? No. Crit, aber ich habe auch was abbekommen. Und zwar fehlt mir was vom Flügel. Oh. Geht das schon wieder los? Das, wo ich hier unterlegen bin. Ah, Abschusshilfe. Ich müsste eigentlich landen, weil ich weiß nicht, wie ich hier jetzt noch großartig bestehen soll. Da müsste mir schon einer ganz unglücklich vor die Flinte fliegen hier. Aber soll ich denn hier landen, ey, bei den ganzen Kranken? Und wieder, oh. Gut, ich versuche so einen Halbkamikaze-Kill hier irgendwie. Wir kommen ja noch zur Peschka hin. Ich sollte versuchen, die Peschka abzuknattern. Der kommt voll auf mich zu.
Scheiße, Mann. Das ist doch nicht gerecht. Der ist doch nicht auf mich zugeflogen, sondern auf jemand anderen. Oh Gott, ich kacke jetzt. Die Klappen rein? Ja. Okay. Jetzt erklärt sich, der ist auch schon wieder weg. Hört mal auf. Ich schaffe hier nichts mehr. Ich glaube, mit dem Teil hat sich das erledigt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das Gegensteuern hilft auch nicht mehr viel. Naja, fliege halt schräg. Oh Gott. Vielleicht entscheidet der Kollege sich, zu mir zu kommen. Wie viel machen kann ich hier nicht? Ich fürchte auch, dass gleich, dass sich gleich viele über mir hier sammeln. Ja. Ist einiges los. Vielleicht irgendein Mustang hier oder irgendwas schnell runterflattern hier. Oh, ich hab einen gekillt. Der Wahnsinn. Oh, 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 ich geb um. Ja. Muss ja so sein. Aber immerhin. Haben wir uns trotzdem gut geschlagen, dafür, dass wir so zerschossen waren hier schon. So, ich geh jetzt mal mit Typhoon rein hier. Sekundärbewaffnung, was gibt's denn hier? Raketen habe ich noch nicht. Haben die den Flugplatz? Sowas. Wie sieht's denn aus? Guck mal. Ey, komm, das war nicht so schlecht. Weil mit dem Rang 2 Flugzeug gegen den Kollegen, mit so einem abgerissenen Flügel, nur halb weggefressen. PBJ. Ich glaube, um hier wirklich Punkte zu machen, ey, ich meine, wir opfern den. Wir opfern unsere Flugzeuge, wenn es nötig ist. Das ist vollkommen egal. Wir machen uns den Spaß hier einfach mal. Ja, hier. Oh. Jetzt sind wir hier wenigstens ein bisschen agiler. Alter. Ich will gar nichts hier. Abschlusshilfe. Wow. War da noch einer? Wo ist noch einer? Nee, das ist ja derselbe. Ich hab schon Psychosen hier. Nee, doch, da war ja einer. Ein verkackter Messerschmidt. Das soll tierisch im Sturzflug gewesen sein, wenn er so schnell davon kommt. Eine Gladiator. Guck dir das an. Eine Gladiator. Ich dreh ab. Oh, bin aber nicht der Einzige. Oh, komm, ich muss sie feiern. Weg. Von hier. Ah! Tut dich selbst, Junge. Oh Gott, jetzt gib mir die Munition aus. Scheiße! Den Speedbotte geben hier. Geronimo! Aber ich werde ihn verfolgen. Ja, doch, das werde ich machen. Wer hat die Kritze gemacht? Hä? Ich? Ich habe noch einen Verfolger. Ja, nee, das ist nicht mein Verfolger, aber. Er hat sich ein bisschen Leckerlis geholt hier. Scheiße. Boah. Das war knapp. Du brauchst nicht schießen, weil wir waren im Visier, Junge. Boah, jetzt will das im Visier wissen hier. Ah, fuck! Der hat mitgedacht, der Junge. Der hat schon erahnt, was ich machen wollte. War schnell hochgezogen. Okay, gut. Ich würde mich gerne aufregen, aber ich mache es nicht. Nein. Er hat ja nichts Schlimmes gemacht. Also ja gut. So, Hauptziel. Oh, lappal, lappal. Motor und Boot. Ich denke noch. Dann müssen wir irgendwie. Oh, ein Moskito. Wie sieht's aus? Nimrod, ey, was ist mit dir?
Ist das derselbe Typ, der eben gerade mit der Gladiator drin war? Aber der muss ja... Der muss ja auch mindestens Rang 3 oder Rang 2. Nee, muss ja Rang 3 drin haben. Das geht ja gar nicht. Scheiße, Mann. Eine Sekunde zu langsam. Okay, dann cap mal. Ist ja alles frei. Jetzt wundert es mich, aber hat er einen Rang 3 drin und der Rest alles hier Doppeldecker oder was? Der geht auch runter, Rudy Wellington. Ta da da ta ta. Oh Gott. Also nicht allzu lang, halt mal auf damit. Hilfe, habe ich mir gedacht. Ja, es ist schwierig, wenn man viel Arcade fliegt und diesen Indikator da gewohnt ist und den dann nicht mehr sieht, weil er einfach zu niedrig da oder weil er sich auf dem Boden befindet und der Indikator daraufhin verschwindet, dann ist das schon ein bisschen knifflig. Deswegen sage ich ganz im Ernst, ich werde nie eine Simulatorschlacht fliegen. Ich habe, beziehungsweise habe ich mal eine probiert, aber das kannst du knicken, ey. Habe ich gar nichts gebacken. Verziehen? Ah, Scheiße. Vorhin habe ich noch einen abgeschossen, hat er mich angeschrieben, ey, was ich für eine blöde Sau bin. Und die Schlacht war vorbei. Du kannst ja dann irgendwie nur ein, zwei Sekunden später, und ich habe ihn ja eh schon verfolgt, ne? Du kannst ja ein, zwei Sekunden lang draufballern. Zehnter, ja, aber nicht mal so gut. Aber wir waren ja auch lange mit unserem kaputten Flutter unterwegs, ne? Oh. Ja, siehst du, war schon alles fertig hier. So, ja, gucken wir mal, was MG. So, was gibt's hier? Ah, Firefly, okay, muss ich gleich merken, dass ich die Munition noch wechsle. Fertig. Raketen bei der Typhoon, oh. Mal kurz rein. Dann wechsle ich die nur rein hier. Zup, 76 mm. Haben wir drin. So, ja. Ich fange wieder mit der Sea Hurricane an. Oh Gott. Entschuldigung, aber je mehr ich spreche und ich habe echt schon viel geredet heute, desto kratziger wird mein Hals. So, wenn man möchte, weil ich bin gerade zu faul zum Suchen und ich finde auch nicht das Richtige, was ich sehen wollte. Kann mir mal irgendwie einen Link reinposten hier? In den Kommentaren zum Video, da gab es ein spezielles Video, da hat einer, ich glaube zwei Jets abgeballert mit Doppeldeckerflugzeug. Ich weiß nicht mehr, was das war, ich glaube das war dieses russische Premium-Ding. Irgendwas mit Z oder, kann ich jetzt vergessen, wie das ausgesprochen wird. Ja. Also wenn ihr das findet oder ein ähnliches, ja, postet mir das bitte mal rein, ich würde das gerne nochmal angucken. Das war echt schräg. Da hat er glaube ich auch diesen Beowulf-Erfolg bekommen. Weil er, weiß ich nicht, was war das? Ich glaube, Beowulf ist irgendwie, wenn du dran, wenn man ein Flugzeug abschießt, was drei Ränge über den eigenen ist oder fünf, irgendwie sowas. Ich glaube, drei waren es. So, die Karte ist auch nicht schlecht. Die meisten werden sich so eher im mittleren Teil sammeln, ne? Die Karte ist eigentlich ganz in Ordnung. Dann muss ich dann die Aufstoßung von dieser Chorizo-Wurst. Lecker. Solltet ihr mal kaufen. Chorizo, aber diese, so eine Würstchenkette mit so kleinen Würstchen dran, dann schön anbraten. Und so ein bisschen Salsa-Soße oder sowas. Da ist dann auch das Aufstoßen lecker. Und man immer noch einen leckeren Geschmack im Mund. Hört ihr, das klang gerade jetzt wirklich, als hätte einer volle Ladung Bomben rausgefeuert, Stahlschweinchen. Eigentlich nicht so mein Ding.
Fackel zu gehen. HODG. That's my game. Ja, auch nochmal der Hinweis, ich schreibe viel auf Englisch und spreche auch viel auf Englisch, gerade auch auf YouTube, wenn ich irgendwo unterwegs bin. Und deswegen gewöhnt man sich so ein paar Sachen an. Und ich bin ja auf so Forum und hier und da unterwegs, ne? Und ich spreche mit anderen Leuten auf Englisch und Gott, Flying Fortress, hab ich gar nicht drauf geachtet! Oh! Nee. Da nehme ich auch die Abschusshilfe in Kauf, echt. Also so zerledern wollte ich mir jetzt nicht hier. Oder so zerledern lassen. Das war ja wirklich... Wir sind Seconds. Ich fürchte, irgendwer ist hinter mir. So, den wollte ich nicht verfolgen. Wie kann er jagt das? So, was, Bitch! Ja, cool, ist. Dolce Vita. Wie gesagt, ich fliege jetzt hier ein bisschen rabiater für euch. Normalerweise, wenn ich zum Beispiel meine Schlachteinsätze hier ausführen will. Wo war denn das? Wer war denn jetzt hier? Ach ja, wir haben ja unsere Raketen hier. Hatten wir nicht gerade. Ja, hier ist er. Da waren noch Raketen. Nee, wollte ich dafür. Okay. Wie gesagt, wenn ich meine Wetteinsätze habe oder so, dann fliege ich natürlich auch ein bisschen vorsichtiger. Sieht auch ganz anders aus, aber das ist ja, weiß ich nicht. Ich habe öfter Videos gesehen, wo die Leute das ganz geschickt machen, ne? Und natürlich auch nie ein Flugzeug verlieren, trotzdem 6-7 Abschüsse haben oder mehr. Aber ich gucke mir sowas nicht gerne lange an. Ich spule dann auch noch ein bisschen vor, ne? Aber so hat halt jeder seinen eigenen Geschmack. Oh, was? Klappen noch? Okay. Oh, Deutsche wieder. No man. Gut. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Das war noch ein Treffer. Das ist egal, ich lasse ihn fliegen, weil hier so viel. Ne. Das hat er nicht. Ja. Ja. Munition. Ah, oh, fuck. Hm? Ah, hier geht's ab, du. Scheiß Munition aufgebraucht. Ja, komm. Ah. Siehste, man weiß gar nicht, wo man hingucken soll. Das ist natürlich fatal. Also, wenn man hier wirklich vorsichtig fliegen will oder viel Abschuss machen will, dann sollte man nicht an so einem Kuddelmuddel rumfliegen, ne? Das schafft keiner. Kann mir auch keiner erzählen, dass er das schafft. Glaube ich einfach nicht. So, fliegen wir mit den Raketen durch hier, durch die Botanik. Oh. Oh, der war nah. Der war richtig nah. Truman Show. Ah. Da bringt er mich auf eine Idee. Könnte mir auch mal wieder reinziehen. Ist ja gerade mal 12 Jahre her, dass ich ihn zuletzt gesehen habe. Der war so von 2000, 2002 oder sowas. Oder 2004, aber. Neuer ist der nicht. Sky Attack. Wo ist denn eine andere? Wow. Das wäre zu schön. Fuck. Ja, Starschweinchen. Findest du das gut oder was? Hier verbraucht man wirklich unheimlich viele Flugzeuge.
Ich noch kein 20 mm Gurt. Ah, das ist los. Aber wir sind ja auch leicht. Leicht verrückt heute. So. Wo ist der Typ? Irgendwann habe ich mal angefangen, dass immer wer mich abgeschossen hat, die haben versucht dann als nächstes abzuschießen. Sergeant Potato. Ein guter Trap wieder drin. Weg, Messer. Alter. Kann nicht daran liegen. Oh, ich hab schon gewonnen. Kann ja nicht daran liegen, dass sie noch kaum Modifikationen haben, die Flugzeuge. Das kann ich mir aber nicht vorstellen. Komm, zeig mal. Ich hoffe nicht irgendwie 10. Ne? 9. Gerade knapp gerettet hier. Aber mich interessiert jetzt mal. Sollen wir mal kaufen? Ja, guck mal dann hier. Was habe ich überhaupt erforscht? Hier läuft der Kunde. Ich sage Boom. Und Bang. Norbert. Ich würde mir nie bomben. Ich habe das früher mal gemacht. Ich bin sogar vorhin in Focke geflogen. Ich habe vergessen, ich habe wohl vor einem Jahr oder so mal die Bomben dran gehabt. Und ich habe vergessen, die einfach rauszunehmen. Oder abzuhängen. Aber normalerweise würde ich nie Bomben an ein Jagdflugzeug hängen. Das ist einfach unsinnig. Ah ja, die haben alle relativ viel verloren. Ja, das ist einfach so Metzel-Matches hier. Naja, okay. Eins machen wir noch. Sea Hurricane. Gehen. Und ab dafür. Oh, oh Gott, Insel Mittelmeer. Diese ganzen Inselkarten mag ich überhaupt nicht. Ich meine, okay, die ist noch nicht so schlimm. Also Peleliu, versteckte Insel im Pazifik oder was das war. Also, grausam diese Karten. So. Gott, warum dauert das immer so lange? Das ist wahrscheinlich, damit man nicht gleich ineinander crasht oder so, wie mit dem Panzer, damit man nicht aufeinander gestapelt wird. Aber trotzdem funktioniert es ja nicht. Ich kann ja auch sparen hier. Wie ist denn das gegnerische Setup? Gut, kann ich ja eh nicht alles sehen, sehe ich nur die ersten. Mordlich was los. Warum bin ich so weit unten? Achso, wegen der Battle Rating, ne? Relativ gleich alles. Gut, ich versuche mal ein bisschen weiter an Höhe zu gewinnen. Und versuche hier irgendwie die Bombe abzufangen. Call of Duty Mike! Call of Duty 4, sorry. Ja. Sure. Puh. Ja. Okay. Ziehen wir mal rüber hier. Der Sea Hurricane gegen eine Focke, ja, ist jetzt nicht unmöglich, aber die P63. Ey, hau ab. Jetzt hier drüber. Wow. Ah! Was? Wie hat er das noch gemacht? Das frage ich mich jetzt. Der kann ja sein Wrack schlecht rumziehen irgendwie noch. Und ich habe ihn rechtzeitig abgeschossen, also ich habe auch rechtzeitig weggezogen, meiner Meinung nach. Naja.
Wer ist ein Cheater? Wer? Will ich wissen. Ich will das jetzt wissen. Oh Gott. Ich ziehe jetzt absichtlich runter, weil ich keinen Bock auf dieses Spawncamper habe. Kein Spawncamper, aber der eine, der mit dem P63 könnte einer sein. Tja, wie ihr seht, halten sich die meisten von uns. Aber da vorne auf. Das reicht nicht zum kaputt machen. Aber hier ist auch viel Zeug wieder hinter mir. Und hier und da und überall. Ich will nicht eher die P38 runterholen. Okay. Oh, 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 oh. Ich weiß, was nachgeladen ist. Wer ist denn jetzt der Cheater? Ey, sag das doch mal. Würde mich jetzt echt interessieren, wen er meint. Was? Ich hasse das, wenn ich nicht sehe, wo die sind. Er wird ja offensichtlich über mir sein. Das finde ich nicht gut. Doch nicht zu weit nach vorne. Ich glaube, da bin ich eh schon. Ich hätte noch ein Bodeneinheit machen können oder sowas. Hey, wer ist denn jetzt der Cheater? Oh mein Gott. Also aus der Nase ziehen oder was? Jop. Er hier, Tabun. Geht auf, Junge. Boah, scheiße. War das dasselbe? Nee, oder? Oder? War nicht dasselbe. Ey, ich glaube, der hat jemanden als Cheater bezeichnet, weil er ihn irgendwie abgeschossen hat. Der hat einfach besseres Manöver geflogen ist oder so. Oh hier. Ah, ich schick mal. Da geht doch nichts. Oh, doch. Okay. 25. Jetzt sagt er nicht, wer der Cheater ist, weil er gar nicht mehr weiß, wer das war oder ob es überhaupt ein Cheater war. Vielleicht ist ihm aufgefallen, oh scheiße, ich habe ja gar nicht nachgeladen, hab mir Head-On versucht oder so. Schon. Die bin ich insgesamt. Ich bin Cheater, alles klar. Hast du recht. Weil, wer so viele Abschlüsse macht wie ich und hier wirklich immer Rang ein, Platz 1 ist, also auf jeden Fall Cheater. Ich kann gar nicht anders. Fuck! Was hier? Habe ich wen an der Backe? Ja, ich glaube, ich habe wen an der Backe. Jupp! Schieß mal. Er lädt ja auch noch irgendwann mal nach. Meine Fresse, dauert ja ewig. Mal gucken, wer der ist hier. Zufall. Biu, biu! Noch einer?
Auge im Auge, dann hat er mich irgendwann mal runtergeballert. Oder? Ja, dann kommt er noch. Aber wenn ich es jetzt nicht gleich schaffe, dann... Das lasse ich. So. Die Motorleistung lässt rapide nach. Okay, wird doch wieder richtig voll hier. Ich finde da mal ein vernünftiges Ziel. P40 ist hier. Munition sparen. Munition sparen. Munition sparen. Die mich holen. Komm mit, du get me. Oh, oh, noch eins. Gut. Wollen uns ja nicht ganz vergeben. Vergebens. Ich muss lernen, richtig zu splitzen. FIFA Fly? Ja. Was ist mit Feuer? Sagt ihr mal was? Ich höre euch nicht. Wie ist mit hier? Camping Friendly Fire. Na gut, ich weiß ja nicht. Ja, passiert ist mir auch schon. Ist mir auch peinlich dann, ne? Ja, manchmal ist man aber auch so fuchsig. Oh, hier. Der muss dran glauben. Er muss. Glaub dran. Lohnt sich nicht mehr, ein bisschen mehr bauen. Wie sieht's denn hier aus? Die Lack. Ich will ihm ja nichts klauen, ne, aber wenn sich das so anbietet, was willst du denn machen? Schutzhilfe. Hey, ich war's nicht alleine, ne? Riecht ihr nicht auf die. Und dann haben die schon wieder rumgemeckert, ja, überall KS, ja, irgendwie ist es ja auch KS, aber irgendwie ist es auch kein KS, ne? So sind halt immer die Spielregeln, kann ja, was willst du denn sagen, ne? So, Geschwindigkeit reduzieren, okay, der hat den runtergeballert. So. Die Basis ist kaputt. Die 38. Ich mach schon weg. Okay, braucht ihr Hilfe oder was? Schon sagen, ja. Das ist aber blöd, wenn die... Ich hasse es, wenn die zu weit... Okay, so. Oh, shit. Ich schaffe ihn nicht mehr. Glaube nicht. Glaube nicht, dass ich den noch schaffe. Oh, der turnt wie Sau. Komm. Fuck. Scheiße, hätte ich den rechtzeitig gesehen. Aber man kann nicht auf alles achten hier. Guck mal, hier ist noch so viel los. Scheiße, hätte ich den noch geschafft. Das hat mich gefreut. Und auch wieder ein Abschluss für Video, oder? So ein Kack. Kack, eh. Okay, Tapun, ja, die nehmen wir. Wir haben auch noch Raketen hier. Ja. Can't beat friendly fire. Thanks for taking my wing out. Okay, wir sind zum Titel, oder? Den hat er... So berätselt. Da fliegt er noch nicht aus, 6-2. Jetzt will er mir klauen. Was klaut er mir? Der klaut mir den. Hey, die Leute halten sich auch so weit hinten auf. Okay, jetzt wird's knackig. Jetzt wird's richtig knackig. Ist egal, ich versuche den Kollegen da zu helfen. Da muss ich aber jetzt richtig Gas geben. Denn ich bin ja nicht allein. Komm, schnell. Ja, schon die Uhrzeit, boah.
Hätte ja klappen können. Ich hab's probiert, oder? Oh, shit. Jetzt machen sie mich kaputt. mein Fehler. Scheiß drauf. Scheiß drauf. Ich hab's ja nicht anders verdient. Ja, ballert noch weiter. Das sind immer diese dummen Kiddies, ne? Oh, ich krieg ja noch Punkte für, weiter aufs Wack schießen. Gut, einen haben wir noch. Oh, wir haben schon viel verloren. Das ist unser letztes Flugzeug hier. So ein bisschen durchhalten. Muss man nicht alle verlieren, weil ich habe auch keine Gutscheine mehr hier. Aber ich hoffe, dass wir eine schöne Schlachttrophäe bekommen. Mit unserem Mut. Wo sind wir denn? Zweiter. Mit meinem Teamkollegen. Sosco Bro. Sup. Aber wir haben auch wirklich noch viel Zeug in der Luft. Und ich glaube, ja, wir haben schon sehr viel verloren. Also gehe ich mal davon aus, dass wir auch diese Runde verlieren werden. Aber wir versuchen uns gut zu schlagen. Oder? Ja, das machen wir. Wie der Team hier. Wo ist der? I'm gonna make you dead. Oh, siehst du hier? Das ist schon wieder. Ich will nicht nach vorne. Ich will da nicht hin. Oh, ich hab gar keine Munition mehr. Scheiße. Ich hab gar keine Munition mehr. Stimmt ja, das war ja das Gerät. Oh, ich hab noch Gutschein. Oh, rein. Okay, ich muss auf achten. Ja, die Firefly. Stimmt, das war das Flugzeug, wo ich, was habe ich, 120 Munition, aber wie gesagt, aufgeteilt auf 4 Rohre hier. 4 Geschütze. Ey, da kommen wir nicht hin, was sollte ich machen? Jetzt schaffen wir noch einen. Einen holen wir uns noch, oder? Das ist auch hier, die dominieren so stark. Okay, den haben wir nicht geschafft. Ich muss jetzt mithalten. Ich will mich nicht von der Reise umballern lassen hier. Okay, der ist weg. Hier vor mir war noch einer. Ey, den hab ich auch noch. Das war gar nicht der. So, jetzt brennen wir in aller Ruhe ab. Dies war unser letztes Flugzeug. Holt die Marshmallows raus. Geschwindigkeit kritisch. Oh, Nase runter. Ja, pass auf. Ich gebe ein bisschen Schub. Oh, zu spät. Ich meine, wir könnten das noch gewinnen, aber keine Ahnung, ob ich das jetzt die ganze Zeit hier aufzeichne. Scheiße. Wir haben noch einen Hellcat drin hier. Was haben wir denn noch alles? Guck mal kurz in die Statistik. Naja, 7 zu 11. Okay, bei so einer kranken Karte ist das ja immer nicht so wild jetzt. Wie ihr seht ja, haben viele ganz schön Federn gelassen hier. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir das noch schaffen hier. Und ich gehe mal davon aus, die drei, die noch drin sind, die zwei, die noch drin sind, das siehst du ja, deren letzte Flugzeuge sind, die haben einfach noch zu viel hier. Das können wir nicht schaffen. Just King Cobra. Da knammer was raus. Das ist so ein fettes Geschütz vorne hier. Und ich glaube, was waren noch 20 mm Kanonen auch noch. Ah, er will die TBF holen. Kann natürlich auch sein, dass... Boah. Kann natürlich auch sein, dass dies jetzt auch die letzten gegnerischen Flugzeuge sind. Oh, Bro, mach die TBF kaputt. Hol ihn dir, hol ihn dir, hol ihn dir. Das schaffst du, das schaffst du. Ja, gute Sache, gute Sache, gute Sache. Halten wir mal im Auge. Oh, die KI 102, das ist ja gar nichts. Das schaffst du auch. Komm, die holst du dir auch noch. Ey, Jazz. Jetzt wollen wir hindrehen. Geh mal mit hier. Oh. Naja, aus dem Winkel wird das nichts. Hör doch zu, was ich sage. Die schaffst du. Das ist eine gute Aufnahmeposition. Pass auf, crash nicht, crash nicht, Bro, crash nicht. Verballer deine Munition hier. Oh Gott.
Bist du denn wahnsinnig? Der fliegt ja auch noch, aber er wird abbrennen. Ja. Wie sieht's denn aus, ey? Wie viel haben die noch übrig? Jetzt kommen wir mal kurz in die Statistik hier. Immer noch zu viel. Ich glaube, das brauchen wir uns auch nicht mehr reinziehen, oder? Ach komm, das bisschen gucken wir noch. Ist auch egal hier. Gucken, wie sich die Leute hier schlagen. Morgen wir verloren. Schade. Das war auch knapp, oder? Wir haben so eine kranken Karten heute hier. Entweder passiert überhaupt nichts, oder ich werde 50 mal abgeschossen und mach gar nichts. Oder wirklich so eine Metzelfeierlichkeiten hier. Immerhin, wir sind Zweiter geblieben. Ein bisschen Kohle gibt's auch noch drauf. Und eine Schlachtbelohnung bitte, oder? Guck mal, wird locker hier. Ah, danke. Nicht so ein Gutschein. Okay, besser als nix. Ja, eigentlich mal die Rabattgutscheine hier. Ah, hätte ja auch die Kohle locker machen können. Ja, gucken wir mal kurz. Gut, wir hatten hier immer reingeguckt. Hier haben wir einen mit 8, dann ist 6, 7. Ja, ordentlich was drin, ne? Der Feld ist nicht gut gehalten. Aber wir waren noch einen Ticken besser. Okay, ich hoffe, auch 49 Treffer. Ich hoffe, ihr fandet das unterhaltsam. Ich fliege jetzt noch mit den Japanern. Ich bin zwar schon ein bisschen Brain AFK, aber ich probiere es trotzdem, ne? Also, zieht euch das nächste Video rein. Bis gleich.